Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich habe mich jetzt wieder ein kleines bisschen gefangen. Ich brauchte gerade eben noch mal ein paar Minütchen. Und wir reden jetzt hier noch mal mit Alex, beziehungsweise gucken noch mal. Ich finde das hier so schön mit den niedergelegten Blumen und der Rose. Was könnte man sich Schöneres wünschen? Wie es aussieht, brechen die Leute auf. Treffen wir uns kurz unter Soul Ridern. Mir ist nie klar gewesen, wie viele Leben Elisabeth berührt hat. Es war unglaublich zu sehen, wie viele Leute sich hier für die Zeremonie versammelt haben. Ich bin immer noch gerührt von deinem Lied, Lisa. Elisabeth hätte es geliebt. Ich habe gehört, wie Avalon unter seiner Kapuze leise geschluchzt hat, als er ging. Er versuchte es zu verstecken, aber es hat ihn schwer getroffen. Wie fühlst du dich, Tiffany? Ich bin froh, dass ich sie kennenlernen durfte. Ich auch. Was machen wir denn jetzt? Jetzt? Jetzt werden wir handeln. Unsere Mission ist nicht mit Elisabeth gestorben. Wir sind Soul Rider. Wir bleiben im Sattel. Aber womit sollen wir anfangen? Wir müssen etwas wegen Concord unternehmen. Ich kann kaum mit einem Fohlen in den Kampf ziehen. Und Fripp ist noch im Koma. Ja, es gibt da offensichtlich noch einige Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Aber zusammen schaffen wir das. Nichts ist vorbei. Das hier ist nur ein weiterer Anfang. Wir sollten uns etwas Zeit nehmen, alles zu überdenken. Unsere Gedanken sortieren und dann entscheiden, was wir als nächstes zu tun ist. Und wir sollten auch einfach etwas Zeit miteinander verbringen, genießen, dass niemand von uns in akuter Gefahr schwebt. Wir sollten auch etwas Zeit mit denen verbringen, die uns nahestehen. Vielleicht könnte unsere erste Aktion ja sein, etwas zu essen zu besorgen. Es schien mir äußerst unangebracht, hier zu grasen. Diese Rose an meinem Schweif kratzt mich jetzt auch ganz schön. Ich bin bereit, loszulegen. Elisabeth wird immer ein Teil von mir sein, von uns allen. Wir halten etwas von ihr lebendig, indem wir die Dinge, die sie uns gelehrt hat, umsetzen. Ich weiß, dass ich Freunde habe, auf die ich mich verlassen kann, und ich werde mein Bestes geben, um die Heldin zu sein, die sie in mir gesehen hat. Ich hoffe, dass sie ein Auge auf uns hat, wo auch immer sie ist. Auf Wiedersehen, Elisabeth. Ich werde dich immer lieben. Ja, und wir haben noch ein Geschenk bekommen. Schade, dass hier die Scherbe hier nicht mehr steckt. Das war ja schon irgendwie ein Teil von ihr. So, ich zeige euch jetzt mal, wie die aussehen. Ich habe jetzt gerade Ohrringe bekommen. Und zwar diese schönen Rosenohrringe hier. Die mag ich sehr gerne und bei denen möchte ich jetzt auch momentan erstmal bleiben. Ja, leider haben wir hier, wie gesagt, keine Scherbe und eigentlich gar nichts. Wir haben nicht mal mehr eine Rose. Wir haben eigentlich hier tatsächlich nicht mehr wirklich etwas, was uns an sie erinnert, wenn diese Feier erstmal vorbei ist. Und das muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Denn das würde ich mir wünschen, dass einfach noch ein bisschen was zurückbleibt. So, wieder im Sattel. Wir müssen zum Jorvik-Stall. Wir müssen mit Stein reden. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt schon der erste Part der Quest ist, die ich nie gemacht habe mit Dina. Ich würde aber sagen, das zeigt sich gleich. Das würde ich jetzt auf jeden Fall, würde ich jetzt heute die Questfolge noch machen mit Melody Heart. Danach können wir immer noch mit Dings unterwegs sein. Hier mit gibt's doch nicht. Mit Luna. Und Coffee Cup möchte ich dann ja auch dringend mal noch mitnehmen. Coffee Cup war halt jetzt auch schon mal in Stallgeflüstern dabei. So, Sunfield Farm. Ja. Ich glaube, das war so ziemlich die krasseste Quest, die ich je gemacht habe in Star Stable. Also jetzt die letzten, die jetzt gemacht haben seit der Rettung von Anne. Das war sehr, sehr krass. Das war heftig. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, damals, dass Star Stable das so reinbringt. Ich wusste das ja schon. Aber das hat mich damals extrem
getroffen und ich war schon geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ging vielen von uns so. Anne von Bleißen ist eine Legende hier im Jorvik-Stall. Als sie verschwand, haben wir wirklich eine von uns verloren. Wir sind so glücklich, dass sie wieder da ist. Alle Reiter des Stalls wollen mit eigenen Augen sehen, dass es ihr gut geht und ihr ihre Unterstützung zeigen. Vielleicht ist das zu viel Aufmerksamkeit, vielleicht ist da noch etwas anderes. Sagen wir einfach, sie ist in letzter Zeit sehr intensiv geritten. Alle machen sich Sorgen um sie. Du bist doch mit Anne befreundet, nicht? Also, ich glaube, sie könnte gerade eine Freundin gut gebrauchen. Ja, dann schauen wir mal. Nee, also ich glaube, die Quest habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Wirklich, Ganymed, du hast so stark angefangen, aber jetzt hast du Angst vor deinem eigenen Schatten. Und das Pferd passt aber auch gut zu ihr. Ah, du bist hoffnungslos. Nochmal. Oha. Oh, hallo Tiffany. Bin mal gespannt, wie Concord dann aussieht, wenn sie groß ist. Wieso guckst du mich so an? Dachtest du, ich schließe mich in mein Zimmer ein und weine der Vergangenheit hinterher? Das Reiten ist mein Leben. Wenn ich nicht wieder in den Sattel steige, hat Darko gewonnen. Wenn ich mir das nur immer wieder sage, werde ich es irgendwann auch glauben, stimmt's? Ja. Ich kann im Moment einfach nicht in Veildale sein. Die Druiden, all die anderen, es ist erdrückend. Ich brauche etwas, auf das ich mich konzentrieren kann. Etwas anderes, als mir zu überlegen, in wie viele Teile ich Darko zerhacke, wenn ich ihm in die Finger kriege. Oh, Pferderfahrungspunkte. Ich bin sowieso mal gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ein Rennen. Was mit Darko überhaupt ist? Oha, hier. Der Sitz ist aber nicht so wirklich dressurmäßig. Weil wir haben, wenn wir ehrlich sind, nie rausgefunden, oder wir haben ja nicht gesehen, ob Darko noch lebt. Hat er überlebt? Oder hat er es nicht überlebt? Er ist ja quasi ins Bodenlose gestürzt und wir wissen ja nicht, was da unten irgendwann mal ist und ob man das überleben kann. Das sieht es so cool. Ach, da. Da hinten. Also wenn sie das hier aber häufiger reitet, dann Respekt. Kamille! Hatte ich nicht mehr so viel von. Das ist echt cool. Angstvolles Rennen. Und da kommen Lisa und Starshine. Jetzt sitzt sie aber gerade wirklich wieder hier, aber schnurstracks im Sattel. Schneller, Ganymed, gib alles, schneller, du Feigling. Ganz ruhig, Anne. Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Weil wir eine Schwesternschaft sind. Sind wir das? Immer. Okay. Ich würde dich und Tiffany schlagen, wenn ich Concord hätte. Klar würdest du das. Lass Anne doch einen Wettkampf daraus machen, mit der Situation klarzukommen. Ihre Art ist doch einer der Gründe, warum wir sie lieben.
Bevor du auf Jorvik aufgetaucht bist, Tiffany, hatte der Zusammenhalt der Soul Rider nachgelassen. Anna zu retten, hat uns einander wieder näher gebracht, aber ich habe immer noch das Gefühl, als würden uns Welten trennen. Das Schicksal hat uns zusammengebracht, es hat uns aber nicht sofort zu Freunden gemacht. Du hast recht, darum mussten wir uns selbst kümmern. Ich war am Anfang ziemlich uneinsichtig, nicht? Ein bisschen wie unser Ganymed hier. Es ist so leicht mit einem Pferd zusammen, einfach ich selbst zu sein. Wenn es doch genauso einfach wäre, alles mit einem anderen Menschen zu teilen. Ich höre mich sicher an, als wäre ich verrückt. Das klingt gar nicht verrückt. Freundschaft kann schwer sein. Das kann sie wirklich. Dabei fällt mir ein, weißt du, wann ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass wir vier wirklich zu einer Schwesternschaft geworden sind? Beim Lichtritt? Ja, und es ist wieder soweit. Was ist der Lichtritt? Oh, ich vergesse manchmal, dass du noch nicht so lange auf Jorvik lebst wie wir. Es ist eine jorviksche Tradition. Alle reiten während des Ardeen-Festivals nachts in die Wälder um Golden Hills, um den Segen der Göttin zu empfangen. Wir sollten unbedingt wieder an dem Ritt teilnehmen. Ein Lichtritt Wiedersehenstreffen. Und dieses Mal kann Tiffany dabei sein. Was denkst du? Gerne. Das fände ich super. Ich auch. Ich brauche das gerade. Wir alle. Ich freue mich so darauf, dass wir den Lichtritt zusammen machen. Der Ritt startet heute Abend am Goldblattstall. Ich könnte den anderen einfach eine Nachricht schreiben, aber ein so besonderes Ereignis verlangt nach einem persönlichen Gespräch. Tiffany, könntest du Linda und Alex Bescheid sagen? Ich glaube, Linda ist wieder in Jarlaheim. Du kannst ihr zu Hause nicht verfehlen. Halte einfach nach einem Haus Ausschau, vor dem ein mürrisches, altes, kastanienbraunes Pferd grast. Und wenn du Concord siehst, sag ihr, dass das eine Pflichtveranstaltung ist. Okay. Also haben wir noch eine Aufgabe heute vor uns. Oh, da muss ich mich jetzt schon wieder ein bisschen sputen. Im Moment ist es mit den Folgenlängen echt schwierig. Ich weiß auch nicht, ab wann das problematisch wird mit der Folgenlänge. Deswegen habe ich da echt so ein bisschen Angst. Weil das ist schon... Gut, ab jetzt habe ich zum Glück die Möglichkeit, dass zumindest die Story-Geschichten, die Story-Teile, ich mit Dina wiederholen könnte, weil ich sie ja mit ihr noch nicht gemacht habe. Aber trotzdem ist das natürlich blöd, wenn sowas passiert. Weil es ist halt nie das Gleiche, wenn ich das jetzt zum zweiten Mal mache und nicht wirklich zum allerersten Mal sehe. Wenn ich da jetzt einige Monate oder teilweise sogar Jahre zwischen habe, wie es jetzt der Fall war, dann ist das was anderes. Aber wenn das so ist, dass ich die gleiche Folge innerhalb von ein paar Minuten zweimal aufnehme, opala, sorry, das ist dann schon echt blöd. Ach doch, hier oben? Ach, Tatsache, da wohnt sie. Schön, dass du vorbeikommst, Tiffany. Wenn du zu Linda möchtest, lass doch Melody Heart einfach bei Concord und mir. Hier gibt es genug Gras. Wenn du reichlich Äpfel mitgebracht hast, wäre das natürlich noch besser. Oh, tut mir leid. Nee, habe ich nicht dabei. Aber wo ist denn Concord? Ich sehe Concord nicht. Hast du nicht gescheit auf sie aufgepasst? Also wirklich. Gut, ihr Lieben, ich verabschiede mich aber für heute von euch. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, diesen Teil der Geschichte, den kenne ich noch gar nicht. Das heißt, ich bin super gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!